Mein Name ist Michael Mayer. Ich bin Student an der TU Graz schon seit etwas längerem. Die Jahreszahl heute ist geheim, oder? Na Mist. Ich benutze Linux schon seit sehr langem. Bin gleich zu Beginn meines Studiums damit in Berührung gekommen. Bin auch bei der Organisation der Grazer Linux-Tage schon seit einigen Jahren mit dabei. Mein eigentliches Hobby und mit dem ich auch mein Geld verdiene, ist OpenStreetMap. Leite auch dort den Stammtisch seit einigen Jahren. Und ich bin allerdings, seit es die Kryptoparty gibt, regelmäßiger Besucher und versuche mich auch in Richtung Privacy und Datenschutz weiterzubilden. Meine Telefongeschichte hat begonnen mit einem, also meine Smart-Geschichte mit meinem 6310i, es ruhe in Frieden. Mit dem konnte ich damals schon so Dinge wie Kalendersynchronisation, Kontaktsynchronisation, Backups, SMS-Schreiben vom PC aus machen. Alles über Bluetooth. Das Einzige, worum ich trauere, sind die Profile. Ich frage dann zum Schluss, kennt da wer eine App dafür? Und seitdem bin ich allerdings dazu gekommen, dass unfreie Systeme nicht mehr in Frage gekommen sind. Wirklich gut funktioniert hat die Synchronisation damals nur mit Outlook. Dann habe ich mir gedacht, jetzt kommen schon langsam kleine Taschencomputer, die tragbar sind und auch noch telefonieren können. Habe mir ein OpenMoko zugelegt, lief auch Debian drauf. War als guter Computer, war gut als Navi zum Mountainbiken, nur zum Telefonieren war es leider nicht geeignet, lag an der Sprachqualität. Android habe ich lange beobachtet, läuft angeblich auch auf dem OpenMoko, habe ich nicht probiert, hat eine lange Abstinenz von, wie schon alle Leute mit Smartphones aufgebaut sind, habe ich immer noch mit meinem 6310 rumgerannt und dann kam das Fairphone, es bringt es nichts, das herzuzeigen, es schaut jedes Telefon aus wie das andere. Der Kaufgrund für mich war, es kam geroutet und ohne Google. Und es ist ein bisschen fairer als andere Telefone. Es kam mit Android 4.2, war damals nigelnagelneu. Darauf basieren meine Erfahrungen, auf denen ich den Vortrag aufbaue. Ich sage es gleich, jedes Telefon ist anders. Inzwischen gibt es auch das Fairphone 2. Gibt es leider noch nicht ohne Google von Werk aus. Wird leider werkseitig mit Google ausgeliefert. Man kann es allerdings inzwischen routen und andere Betriebssysteme draufspielen. Das Neue kommt mit Android 5.1, sieht wieder etwas anders aus. Ja, was waren die Voraussetzungen für mich, damit ich sagen kann, okay, ich kann alle Annehmlichkeiten der Cloud benutzen, bin dabei aber nicht von Google abhängig. Man braucht ein geroutetes Handy und für mich der Kaufgrund war eben, es waren keine Google Services vorinstalliert. Was braucht man zusätzlich? Entweder eine OwnCloud, wie wir es im Vortrag in der Früh gehört haben, oder einen vertrauenswürdigen Anbieter, wo ich meine Daten in die Cloud legen kann und damit geistig leben kann. Ich empfehle da immer mailbox.org. Mit dem Minimalaccount um 1 € im Monat hat man alle Services, die auch Google bietet, was die Daten anbietet. Allerdings auf einem Server in Deutschland gehostet und mit sehr vielen Privacy-Extras. Was ich auch gleich dazu sage, ich lebe selbst Google-frei. Ich benutze vielleicht einmal im Monat die Suche, wenn gar nicht anders geht, aber sonst nicht. Und ich habe jetzt auch keinen Vergleich zu Handys, die Google haben. Bitte das selbst im Geiste mitdenken, wenn ich irgendwas erzähle und danach kann ich auf Fragen eingehen. Wie ich das Ding bekommen habe, habe ich es am Anfang nur als Organizer verwendet, da ich die Kontakte und Termine noch alle über das Nokia verwaltet habe. Ich habe einige Monate gebraucht, um das Ding mit meiner eigenen OwnCloud so herzurichten, damit es für mich praktikabel ist. Und diese 3 Monate will ich euch jetzt sparen, darum dieser Vortrag. Fangen wir an. Was brauchen wir, um gewisse Dinge auf einem Android frei zu machen? Den Play Store, wenn er nicht drauf ist, gut, ansonsten einfach nicht mehr angreifen. Ich glaube, deinstallieren ist so eine Sache, die nicht so wirklich gut funktioniert. Ich gehe mal davon aus, wenn ich das wirklich Google-frei machen will, brauche ich entweder das Handy ohne Play Store kaufen. Es gibt neben dem Fairphone noch 1, 2 andere Modelle. Oder ich flashe es neu mit CyanogenMod. Da bitte ich dann am Montag bei der Krypto-Party oder bei den Leuten am Privacy-Stand zu fragen, die wissen, wie geht. Und was muss ich jetzt tun ohne Play Store? Ich muss die Installation von Fremd-Apps erlauben. Ist das denn unsicher? Naja, es kommt immer diese große Warnung, Apps aus nicht vertrauenswürdigen Quellen installieren, da kann ja jeder mögliche Virus daherkommen. Ja, natürlich. Allerdings ist das so, ein Virus kann ich mir auch im Play Store einfangen oder im iOS Store. Es gibt inzwischen sehr viele nicht ganz nette Menschen, die Downloadzahlen ihrer Fake-Apps mit Virtual Machines in die Höhe treiben, auch die Bewertungen dementsprechend sind. Ja, also 100% Vertrauen kann ich sowieso niemanden.
Wenn ich meine Apps aus eigenen Quellen habe, kann ich zumindest überprüfen, woher sie sind. F-Droid als App Store Ersatz, F steht für Free Software, da ist nur Software drin, die 100% Free and Library Open Source Software ist. Die bauen aus den Paketquellen der Entwickler selbst. Das heißt, ich kann dort mittels Checksum überprüfen, ob dieses APK, was ich runterlade, wirklich dem entspricht, was der Entwickler gedacht hat. Nächstes Ding, um etwas mehr Datenschutz auf dem Gerät zu bekommen und sagen, okay, nicht jede x-beliebige App kann meine Daten ins Internet schicken. Ich habe mich da zum Framework X-Privacy überreden lassen, das zum Installieren ist, ja, geht jetzt nicht so einfach über den F-Droid Store. Dazu muss man auf die Webseite xpost.info gehen, dann zuerst das Framework installieren von xpost. Zum xpost Framework gibt es danach noch einen Vortrag, ich glaube um 17 Uhr. Dann 1, 2, 3 x-mal rebooten und dann kann man xPrivacy nachinstallieren. Was macht xPrivacy? Mit xPrivacy kann ich jeder App im Nachhinein Rechte wieder wegnehmen. Ich zum Beispiel selbst habe da die Verbundlinie-App installiert, die man eben in der Steiermark oder in Graz braucht, um die Abfahrtszeiten der Öffis hinzukriegen. Nachdem Open Data erst vor wenigen Wochen wirklich funktioniert hat, habe ich das Ding gebraucht. Und damit kann ich jede einzelne Eigenschaft, die diese App ausliest, ihr wieder wegnehmen. Zum Beispiel kann sagen, okay, die Identifikation des Geräts ist gesperrt. Die App muss nicht wissen, dass ich ein Fairphone habe. Kommunizieren, die App, selbst wenn sie es anfordert, kann ich ja sagen, nein, du schickst jetzt keine SMS. Und du sagst, okay, meine Konten kriegt es auch nicht, obwohl es im Play Store als Voraussetzung ist. Hundertprozentigen Schutz gibt es natürlich wie immer keinen. Es ist eine Sicherheitsstufe mehr, damit meine Daten nicht ins Internet gelangen, die ich nicht will. Zum Internet, diese Internetberechtigung ist etwa, die Apps inzwischen standardmäßig bekommen. Damit kann ich sie nur wieder wegnehmen. Wenn ich sage, okay, ich habe einen Barcode-Scanner, der muss nicht ins Internet. Inzwischen wird man leider in der neueren Android-Version gar nicht mehr gefragt, ob eine App ins Internet darf. Davon geht Google aus, dass Apps ohne Internet nichts wert sind. Natürlich gibt es einen Haufen Apps, die ohne Internet genauso gut funktionieren. xPrivacy bietet keinen 100% Schutz. xPrivacy blockt nur auf Android-System-Call-Ebene die gängigsten Zugriffsmöglichkeiten. Wenn es eine App wirklich darauf anlegt, kommt sie da auch herum. Was kann ich sonst noch tun in Sachen Datenschutz, damit nicht viele Dinge oder gerade Standarddaten nicht ins Internet abfließen? Jeder von euch kennt die praktische Funktion, ja, ich verbinde mich automatisch mit jedem WLAN. Naja, wie funktioniert das? Das Android-Handy ist WLAN standardmäßig ein und schaut ständig nach, mein WLAN von der TU Graz, bist du da? Mein WLAN von zu Hause, bist du da? Mein WLAN bei meiner Freundin, bist du da? Ja, und diese SSID dieser WLANs schickt ständig rum, Frage, ist das WLAN da? Will ich das wirklich? Da kriegt nämlich auch jeder, der zufällig bei McDonald's sitzt, wo ich auch gerade nur vorbeigehe, mit, oh, da kommt ein Handy, das war schon mal auf der TU Graz, oh, dann kommt ein Handy, das war schon mal auf der FH. Und so geht es dann weiter, also darüber will ich vielleicht auch nicht identifiziert werden. Es ist wie mit allen Dingen, Netzwerkhinweis ausschalten, Bequemlichkeitssache. Ich opfere etwas Bequemlichkeit für mehr Privatsphäre. Nächstes Ding, Standortzugriff. Zugriff auf meinen Standort ist für gewisse Apps Voraussetzung. Fahrradrouting, ohne zu wissen, wo das Ding gerade ist, macht nicht viel Sinn. Aber da gibt es noch eine Stufe extra. Google bietet einen super Service an. Es beschleunigt das Lokalisieren mittels GPS, wenn es nach WLANs in der Umgebung sucht, die andere Leute schon mal gefunden haben. Google hat eine wahnsinnig große WLAN-Datenbank, wahrscheinlich auch von eurem WLAN zu Hause, wissen die genau, bei welchen GPS-Koordinaten das ist, weil da sehr viele Android-Handys rumlaufen, die automatisch jede WLAN-SSID, wo sie vorbeikommen, an Google senden samt Koordinaten. Wenn ich das nicht will, gibt es dann Hacken dafür. Standort per WLAN und Mobilfunknetz kann man ausschalten. Ich weiß nicht, wie viel es wirklich bringt, weil man die internen nicht hineinschauen kann. Der Nachteil ist, ich brauche etwas länger, bis ich einen GPS-Fix habe. Der Vorteil ist, ja, Google kriegt nicht immer mit, wenn ich mein GPS einschalte, wo ich denn gerade bin. Kommen wir jetzt zu Apps. Das ist das Ding, wo ich sehr lange gesucht habe, wie ich gewisse Google-Apps, Google-Dienste ersetzen kann. Das erste ist der Kalender. Viele Leute befinden den Google-Kalender sehr praktisch. Sobald ich mich im Android angemeldet habe, ist das Ding standardmäßig aktiv und ich habe alle meine Google-Termine am Handy. Alle meine Termine am Handy werden nach Google synchronisiert. Super, oder? Ja. Ist in Europa datenschutzrechtlich nicht einmal erlaubt.
in europäische Daten dürfen nicht ungefragt in die USA fließen, eigentlich illegal, was kann man jetzt dagegen tun? Man lagert seine Kalender und sonstigen Daten bei einem vertrauenswürdigen Anbieter und dazu braucht man eine App namens Daftroid, die gibt es im F-Droid Store sowie auch im Play Store, wer das Ding noch verwendet. Damit kann ich mich entweder zur eigenen OnCloud oder zu einem vertrauenswürdigen Anbieter verbinden. Was macht das Ding? Es lädt ein neues Benutzerkonto am Gerät an, womit ich dann Kontakte sowie Termine mit meinem Cloud-Service synchronisieren kann. Sobald ich dann am Gerät einen neuen Kontakt anlege, fragt mich das Gerät, wo wollen Sie den Kontakt speichern? Lokal oder in der OnCloud bei mir zu Hause oder bei einem vertrauenswürdigen Anbieter. Ein paar nette Extras, die haben jetzt nichts unbedingt damit zu tun, aber die will ich auch erwähnen, weil es viele Leute nicht kennen. PoliteDroid ist eine kleine App, da kann man sich dann aussuchen, für welche Terminkalender das Handy automatisch auf lautlos geht, wenn ich in einem Meeting bin. Das ist genau das, was ich hier jetzt gemacht habe. Ich bin hier reingekommen, um 14.30 Uhr ist mein Handy automatisch auf lautlos gegangen, weil ich den Termin mit Busy, also ich bin beschäftigt, im Kalender hatte. Dieses PoliteDroid könnt ihr für jede Kalender-App verwenden, muss jetzt nicht, oder für jedes Kalenderkonto muss jetzt nicht DAF-Droid sein. Zu DAF, warum heißt das Ding DAF-Droid? Weil es die Protokolle CalDAF und CardDAF gibt. CalDAF steht für Kalender über WebDAF und CardDAF für Visitenkarten. Also die Kontaktliste. Und zusätzlich habe ich noch für den Kalender ICS-Droid. Damit kann man ICS-Terminkalender, wie sie oft im Web angeboten werden, wie auch wir von den Linux-Tagen haben auf der Homepage, eine ICS-Datei, damit kann ich das Event in den Terminkalender importieren, beziehungsweise externe Terminkalender per ICS abonnieren. Was brauche ich sonst noch von der Cloud? Google hat sicher auch irgendeinen Cloud-Speicherservice, keine Ahnung, kenne ich nicht, brauche ich sowieso selber. Da kommt wieder die OnCloud ins Spiel oder andere Webdienste, denen ich vertraue. Mit der OnCloud-App kann ich mich zu so einem Webdienst verbinden oder zu meiner eigenen OnCloud und die Dateien synchronisieren, die ich gerne möchte. Das ist eben der FileSync-Client zum Vortrag. Ich weiß nicht, ob erwähnt wurde, ich hoffe doch. Das, was ich gerne hätte, wäre, dass er meine Fotos und Videos, sofern ich es mache, sofort in die Cloud uploadet, sobald ich auf Auslösen gedrückt habe, einfach aus Sicherheitsgründen. Sollte mir das Handy abhanden kommen, sollte irgendjemand zum Handy Zugriff haben und die Fotos nachher löschen, ja, landen sofort in meiner Cloud, auf meinem eigenen Server oder dort, wo ich es für sicher halte. Das ist auch eine Funktionalität, die OnCloud bietet. Google kann das natürlich auch, aber ob die Fotos in Amerika landen würden, sobald ich in Europa drauf drücke, ist halt, tja. Eine App, die ich auch noch vorstellen möchte, die jetzt damit Cloud ein wenig zu tun hat. Ich bin einer der Menschen, die immer noch sehr viel SMS verwenden, weil ich diesem neumodischen WhatsApp-Zeug nicht vertraue. Damit kann ich meine SMS auf einen IMAP-Server schicken. IMAP-Server sollte jeder haben, der einen E-Mail Zugang irgendwo hat, geht natürlich auch mit Google. App SMS Backup ist zu empfehlen, sichert alle ankommenden und ausgehenden SMS auf einem IMAP-Server, da kann ich sie im Nachhinein noch nachlesen. Oder ich lese oft, wenn ich heimkomme, meine SMS nicht am Handy, weil der Bildschirm so klein ist, sondern setze mich zum E-Mail-Client, mache den Ordner auf und lese da die SMS, die über den Tag so eingetrottelt sind. Und auch ganz praktisch, so kann ich meine Anruflisten-Log-Datei auch suchen. Anruf-Logs sind hin und wieder für Rechtsfragen ganz praktisch, wenn ich sage, okay, ich habe um diese und diese Uhrzeit mit dem und dem telefoniert. In Österreich, wenn ich das Ding dann ausdrucke und Unterschrift drauf mache, gilt das. Ich muss nur wissen, welche Uhrzeit. Und so habe ich auch mein Anrufprotokoll auf meinem IMAP-Server als Nachricht gespeichert. Mein Hauptthema Karten, darum bin ich ja überhaupt zu Smartphones gekommen. Google Maps war für mich nie ein Thema. Ich kann als App empfehlen OSM End oder wie es im F-Droid Store heißt, OSM End mit der Schlange oder Tilde. Das Ding ist komplett offline. Ich kann damit eine POI-Suche machen. Ich habe Navis für verschiedene Profile dabei. Was der Screenshot da zeigt, ist, ich habe da gerade alle Fleischereien in Graz gesucht, weil ich letztens die Diskussion hatte, okay, Fleischer sterben, wo ist der nächste Fleischer? Naja gut, in der Innenstadt gibt es zum Glück noch ein paar. Die Karten kann ich mir offline vorher runterladen, bevor ich ins Ausland fahre. Ja, und wenn einem das eine Feature oder das eine Programm nicht reicht, es gibt 100 weitere Apps, um Google Maps zu ersetzen, die auf OpenStreetMap basieren. Was gibt es denn doch, was ich gerne nicht von Google verwende? Hangouts, ja, ist für mich immer ein rotes Tuch. Ja, ich will einfach nicht die Rechte an jedem Wort, das ich sage, nach Amerika schicken. Ja, bin ich vielleicht ein bisschen zu paranoid, aber ist nun mal so. Was ich verwende für Telefonkonferenzen statt Skype ist Mumble.
Mumble ist ein Dienst, mit dem ich große Telefonkonferenzen machen kann, wurde ursprünglich für Online-Spiele entwickelt, aber kann man natürlich auch statt für 100 Leute einfach für 2 Leute zum Telefonieren verwenden. Mumble-Server gibt es viele frei im Internet, die man einfach so verwenden kann, oder man setzt ihn sich selbst auf. Und mit dieser App kann ich dann, das nennt sich Plumble, die App, mit allen Leuten, die sie zu diesem Server verbunden haben, verschlüsselt 100% sicher telefonieren. Wer es denn wirklich für Firmenanwendung braucht, das kann ich auch komplett end-to-end verschlüsseln, also end-to-end verschlüsselt ist es sowieso, kann ich auch komplett zertifikatsabsichern, dass nur Leute sich zu dem Server connecten können, die das Zertifikat am Handy haben und mein Handy auch nur sich zu einem Server verbindet, der ein Zertifikat installiert hat, das ich kenne. Also das würde ich auch für Firmen als Skype-Ersatz raten, wenn die Kommunikation in-house bleiben sollte. Clients gibt es für jedes Betriebssystem, unter anderem auch für Android. Für iOS gibt es, glaube ich, auch eine App. Ja. Instant Messenger, ja, heißes Thema. Die poppen jetzt auf wie will man das sagen, keine Ahnung. Aber es gibt jedenfalls viele. WhatsApp bin ich immer sehr skeptisch, denn ohne Play Store, wie soll ich das Ding denn installieren? Ich bin angekommen mit Signal, eigentlich LibreSignal. LibreSignal ist die ist eine Variante von Signal, die im F-Droid Store verfügbar ist. Da wurden die Play Services rausgepatcht. Das heißt, das Ding funktioniert ohne Google. Signal ist auch das Instant Messaging Programm, was von Edward Snowden empfohlen wurde. Wie funktioniert das Ding? Ja, ich habe jetzt da keine Fotos drauf. Es gibt da Gruppen, es gibt ja, einzelne Nachrichten versenden, wie man es kennt. Es blinkt dann, es piepst, wie jeder Instant Messenger auch. Das Einzige, was man sagen muss, die Telefoniefunktion funktioniert mit LibreSignal leider nicht. Dafür braucht es anscheinend doch Google. Beim Signal ist es so, der Source Code der App ist komplett frei, der Server dienst leider nicht. Aber ja, irgendwo muss man dann doch Abstriche machen. Aber so habe ich zumindest einen Instant Messenger, wo ich inzwischen schon sehr viele Leute drin habe auf meinem Handy, der nicht WhatsApp ist. WhatsApp benutzt inzwischen übrigens auch Signalverschlüsselung. Das heißt, dieselbe Technologie, was WhatsApp inzwischen unabhörbar macht, gibt es bei Signal schon seit Jahren. Also, ja. Eine lustige Anekdote. Am Anfang habe ich gedacht, okay, Signal, frag die Kontaktliste ab. Ah, wofür braucht er das? Ja, bei den Instant Messengern ist die Telefonnummer die ID. Ich sage, ja, okay. Ich habe ihm gedacht, die SMS darfst du importieren, die Kontakte kriegst du nicht. Und dann bin ich da gestanden, mit einem Haufen Telefonnummern statt Namen. Ja, okay. Telefonnummern merken für Leute war noch nie meine Stärke, darum gibt es ja diese Kontakte. Und dann, okay, kriegst halt zusätzlich noch Zugriff auf mein Telefonbuch, damit du die Telefonnummern in Namen umwandeln kannst. Und zack, habe ich von 5 meiner Freunde sofort eine Nachricht bekommen. Oh, du bist jetzt auch bei Signal? Ja, ich bin bei Signal und natürlich hatte die Kontaktliste sofort zum Server gesendet. Sobald er Zugriff darauf hatte, den Internetzugriff brauchte er ja sowieso, sonst kann er keine Nachrichten schicken. Und dass er in dem Moment natürlich ungefragte Kontaktliste hinschickt, ja, ohne Firewall habe ich es leider nicht verhindern können. Ja, und da ist natürlich auch ein gewisser Kompromiss, dass man zwischen Bequemlichkeit und Datenschutz ja, schließen muss. Was gibt es sonst noch an Apps, die ich aus dem F-Droid Store einfach so empfehlen kann, beziehungsweise ohne die ich nicht mehr leben kann? Das ist der Barcode-Scanner. Barcode-Scanner waren immer sehr verrufen für Werbung und Werbung einblenden und schicken das komplette Telefonbuch zum Server und so weiter. Das Ding aus dem F-Droid Store macht es angeblich nicht. Ich muss zugeben, ich habe den Source Code nicht kontrolliert, aber das Ding hat zumindest keine Zugriffe auf Kontaktlisten und sonstiges angefordert. Barcode-Scanner, so ist das Icon, wer es denn sucht. Im F-Droid gibt es eh nur den einen. Gibt es auch im Play Store, habe ich letztens bei Bekannten gesehen. Und der hat auch keine Werbung oder sonstige Anti-Features dabei. Was ich ganz cool finde, wer kennt den Clipper von KDE? 1, 2, 3, 4. Ja, mehr als eine Zwischenablage ist hin und wieder praktisch. Gibt es jetzt auch fürs Handy. Da kann ich dann zum Beispiel zuerst die Telefonnummer und dann den Namen rauskopieren. Und beim Einfügen wähle ich einfach die zweite Zwischenablage wieder aus und habe dann beide Dinge hintereinander drin. Was ich auch verwende, ist das Hackers Keyboard. Keyboards sind vom Datenschutz etwas kritisch, denn die können ja alles mitlesen, was ich so schreibe. Ja, muss ich halt vertrauen. Was ich daran mag, ist die Steuerung-Taste. Ja, mit Steuerung C und Steuerung X einfügen und kopieren geht hin und wieder einfach schneller, wie wenn ich mit der Finger versuche, da einen einzelnen Buchstaben oder ein einzelnes Wort zu kopieren. Der Firefox aus dem F-Droid heißt dort Fennec. Bei Firefox gibt es ja die lustige Ding, Firefox ist freie Software, bis auf das Logo. Das Logo ist Copyright Mozilla, darum heißt es ja auch in Debian anders und genau da ist es auch so. Eine App, auf die ich nicht mehr leben kann, ist natürlich der Pinguin.
den Linux-Tragebegleiter, für alle Helfer unverzichtlich. Wo ist der Raum? Was ich auch eine Zeit lang benutzt habe, ist OpenVPN. VPN-Apps zum, ja, gibt es einige. OpenVPN läuft auch ohne Root. VPN am eigenen Server, ja, wie man es halt gewohnt ist. Wer F-Lux kennt, Red Moon ist dasselbe für Hände, das dimmt die Farbtemperatur und die Helligkeit in der Nacht runter. Oft ist es so, okay, um 3 in der Früh schnell das Handy auf Uhrzeit nachschauen, weil es einfach viel zu hell ist, und mit F-Lux dimmt es ab einer gewissen Uhrzeit einfach in einen Rotton runter. Ja. 3 Uhr in der Früh, auch ganz praktisch, wenn das Ding nicht mehr bimmelt. Silent Night setzt das Gerät in den Flugmodus, braucht allerdings Root dafür. Flugmodus ist irgendwie nur für Apps mit Root möglich. Ja, okay, hat halt Android so definiert. Und bei mir ist es so, wenn ab 12:45 in der Früh bis 8 Uhr wer anruft, ja, hat er Pech gehabt, mein Handy ist einfach aus, danke. Ich schlafe ungern mit Strahlung neben dem Kopf. Was ich auch ganz praktisch finde, ist der Smarter Wi-Fi Manager. Da macht er das WLAN nur dann an und sucht eventuell nach anderen WLANs, wenn ich schon in einer UMTS, das heißt in einer Handyfunkzelle bin, wo ich schon mal im WLAN war. Ja, das gibt es nicht nur im F-Droid, gibt es in anderen auch, aber die würde ich empfehlen. So, war das Ganze jetzt etwas zu kompliziert oder zu schnell? Eventuell. In dem Fall kann ich verweisen an die Kryptoparty in Graz, die ist jeden ersten Montag im Monat im Spektral. Einige Leute davon sind natürlich da, Privacy Machine, auch vom Realraum sind einige Leute dabei. Ihr findet die Leute entweder hier noch oder ihr kommt am Montag, nächsten Montag ist der erste Montag im Monat, etwas Werbung, 18 Uhr, 18 Uhr ist Orga-Meeting, 19 Uhr ist die Kryptoparty im Spektral in Graz. Kein Eintritt, einfach ratschen über Privacy, Android, Google-frei, Verschlüsselung und alles, was man so gerne mal wissen würde, bei Club Mate und Keksen oder was auch immer gerade da ist. Einen Hinweis bitte noch, Vorträge bewerten. Die Grazer Linux-Tage bieten im Vortragssystem seit gestern freigeschalten ein Bewertungssystem für Vorträge an. Ich bitte darum, nicht nur diesen Vortrag zu bewerten, sondern alle, wo er heute gewesen wird. Das ist uns im Organisationsteam ein großes Feedback, welche Vorträge denn im nächsten Jahr vielleicht einen Fixplatz bekommen. Einfach wegen des Feedbacks. Ja, vielen Dank. Die Folien findet ihr bei mir wie immer auf GitHub unter meinem Account oder natürlich auch bei den Linux-Tagen. Ich werde sie heute Abend dann noch hochladen. Ja, haben noch kurz Zeit für Fragen. Danke. Ist mir noch nichts bekannt. Ich kann natürlich heute noch rumfragen, ansonsten würde ich am Montag Kryptoparty empfehlen. Ja, dann vielen Dank und ich wünsche noch weiterhin viel Spaß bei den Linux-Tagen.